So. Auf zum Gletscher. Wir suchen den Beluga. Beluga, Beluga. Ich regel das für euch, Männer. Wir werden den Beluga finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich brauche definitiv auch krassere Waffen einfach. Aber bisher habe ich das Geld immer für was anderes ausgeben wollen, größtenteils. Weil da so viele tolle Sachen sind, die man haben will. Das war die erste Höhle, ne? Ja. Muss man eben einen von euch fangen hier. And I choose you, Pikachu. Der Eisfisch. Er soll hier nämlich in die Falle rein. Dann kann da ja nur was Gutes bei rauskommen, wa? Das ist immer noch für mich das liebste Fischfang-Minigame, weil es so schön simpel ist. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Man muss halt nur ein bisschen die Leertaste hämmern. Können wir auch nochmal hier einen fangen. So. Na, tut sich da jetzt was? Oder dauert es einfach... Ah. Ich dachte, es dauert länger, weil es vielleicht hochwertigere Produkte sind. Schneekrabbe Kigami. Schneekrabbe ist neu, glaube ich. Die kam mir jetzt auf jeden Fall nicht bekannt vor. So, was haben wir hier? Irgendwo muss doch der Beluga sein. Da ist was gefroren, ja. Hm, ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Sie kommt aus dem Inneren der Höhle. Wie komme ich durch dieses dicke Eis? Ich muss es in der Mitte mit etwas Spitzem durchstechen, sonst bekommt es nicht mal einen Riss. Moment, etwas Spitzes? Vielleicht das Horn von dem Narwal? Ob ich versuchen soll, den Narwal in die Wand zu locken? Gefangen in der Gletscherhöhle. Locke den Narwal zur Eiswand. Wo ist denn der? Schwarze Koralle. Wo ist der Narwal? Ah, perfekt. Der Narwal muss doch hier dann irgendwo da. Ha. Komm. Hör! Komm mit. Komm. Aua. Hier hin. Komm. Nein. Ah, das dürfte geklappt haben, oder? Also gut, das sollte reichen. Jetzt muss ich mein Bestes geben, um mich fernzuhalten. Muss ausweichen, Dave. Ha. Ich hab's aber auch wieder knapp gemacht, oder? Und er haut ab. Er hat keinen Bock mehr auf Dave. Puh, das war knapp. Ich bin durch die Eiswand gebrochen. Jetzt muss ich nur noch die Quelle dieses Geräuschs finden. Ja, mal sehen, wer das ist. Jemand, den wir kennen? Oder ist es etwas Neues? Boah, die Strömung ist stärker, als ich dachte. Ich sehe auch einige Hindernisse. Ich muss mich konzentrieren und von hier verschwinden. Ah. Au. No.
Die Strömung ist wirklich recht stark. Was ist das für eine komische Höhle? Komm schon. Schwimm dagegen an. Gott, ist die stark. Ich kann der Strömung nichts entgegensetzen. Was eine Scheiße. Ich kann nichts einsammeln. Das war mal interessant. Okay. Warum wachsen die so? Wir sind auf jeden Fall irgendwo angekommen jetzt. Huh? Ey, den kennen wir doch. Was macht er denn hier mit deiner Schildkröte? Hä? Sushi? Oh, du bist der Mensch von vorhin. Was führt dich hierher? Ich habe ein Geräusch von drin gehört. Bist du hier gefangen? Ja, ich bin hierher gekommen, um mit Dona neues Seegras zu finden und wir kommen hier beide nicht mehr raus. Jetzt haben wir uns von Seegras ernährt, aber wir waren fast an unseren Grenzen. Du bist gekommen, um uns zu helfen. Vielen Dank. Nein, ich glaube, ich bin hier auch gefangen. Du Nutzloser! Wenn wir es schaffen, diese Eiswand zu durchbrechen, kommen wir vielleicht raus, aber sie ist zu dick. Dona hätte da durchstoßen können, aber sie ist gerade nicht in der Lage dazu. Oh. Das ist... Vielleicht können wir einen Seil daran befestigen und Dona gegen die Wand katapultieren, um sie zu zerstören. Hä? Sicher, Donas Hülle ist hart genug, um die Wand zu durchbrechen, aber wie werfen wir sie? Nun, wenn wir deine Kleidung zusammenbinden... Was? Meine Kleidung? Das ist der einzige Weg, komm schon. Ah! Aber er wird frieren. Er wird zu Tode frieren, Dave. Ja, genau. Das wird genügen. Kalt! Es ist zu kalt! Halte einfach noch ein bisschen länger durch. Wenn wir nichts tun, können wir nicht entkommen. Schick Dona hierher. Ich werde Dona gegen die Wand feuern. Was ist, wenn sie eine Gehirnerschütterung kriegt? Und wie viel Kraft müssen wir bitte aufwenden, um sie mit dem Wasserwiderstand da durchzukriegen? Ah, wir müssen sie loslassen, wenn der da drin... Ah, okay. Nice. Das hat doch mal cool funktioniert. Aber Dona scheint es Spaß zu machen. Und los! Perfekt. So ein witziges kleines Minigame wieder. Und er feuert uns an. Guck mal, er erinnert sich schon gar nicht mehr daran, dass es kalt ist, doch jetzt. Nice. Aber wir müssen genauer treffen. Wir müssen nochmal irgendwie nach oben kommen. Da waren wir bis jetzt noch gar nicht dran. Gut. Ich finde das schon ein bisschen bizarr, ne? Hat uns nicht irgendwer erzählt, dass die Lederpanzer-Kopfschildkröte, whatever, ihren Kopf nicht einfahren kann? Und dann donnern wir sie so gegen die Felswand. Ah, was würde Echo Watcher dazu sagen? Ah, ich weiß nicht. So, ein letztes Mal. Das reicht hoffentlich. Perfekt. Ha. Die Höhle ist frei. Oh, das war ein voller Erfolg. Gut gemacht, Dona. Bitte! Wir können durch diese Tür hinaus. Will ich aber gar nicht. Ich will hier noch was gucken. Puh, es geht mir jetzt schon viel besser. Jetzt kommen wir mit dir. Sprich mich an, wenn du bereit bist. Gut, bin ich nämlich noch nicht. Blasentang. Okay. Und Space Godzilla. Interessant. Schwarze Koralle. Gut.
Hyalonema, eine seltene Meerespflanze, die in der Tiefsee vorkommt. Sie wächst in einer charakteristischen Tulpenform. Okay, cool. Kleiner Seedrache, Blasentang. Sehr schön. Ich bin froh, dass wir Tsuchi retten konnten. Dann sollten wir jetzt von hier gehen. Bist du bereit loszuziehen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hä? Die Strömung. Ah. Süß. What? Wow, elegant. Nicht schlecht. Diese Cutscenes einfach. Oh, du hast uns da sicher rausgeholt. Danke dir, Mensch. Nimm dies. Backpfeife. Hm, was ist das? Ein Eispickel, damit kannst du dünnes Eis brechen. Du solltest damit in der Lage sein, kleine Bereiche zu erreichen, die von Eis blockiert sind. Oh, verstehe. Das wird sicher, sich sicher als nützlich erweisen. Danke, Tsuchi. Bis später, Mensch. Bay. Gefangene in der Gletscherhöhle. Abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir das nutzen können, ne? Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. Fetzendrache. Ich spüre Hitze aufkommen. Ich kann nicht weiter runter. Wo sind denn dann die... Wo sind denn dann die restlichen... Die restlichen Höhlen? Das verstehe ich gerade nicht. Vielleicht brauchen wir aber auch den Beluga dafür. Davon gehe ich aus, weil er ja der nächste Schritt hier in der Hauptquest ist. Aua. Aua. Okay, ich muss ihn abschießen. Das war jetzt einfach zu gefährlich. Wo mag der Beluga sein? Könnte er hier auch ganz links sein? Waren wir da nicht schon? Na, da will er nicht runter. Hilfe! 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 Ist fast in die Hose gegangen, das ganze Thema. Was machen wir denn mal da rein? Wieder ein Eisfisch. Das ist auch sehr gut, falls es wirklich mal eng wird. Ich würde so gerne einfach diesen Beluga finden, ne? Aber ich weiß einfach nicht. Wie. Und ich weiß auch nicht, wie ich den Eispickel einsetze. Auch das weiß ich nicht. Sie waren sich aber offenbar ja auf jeden Fall sicher, dass der Beluga zum Gletscherbereich ist. Aber vielleicht ist er auch in der Gletscherpassage und nicht im Gletscherbereich. Ich weiß es doch auch nicht. Sehr gut.
Sesamsamen. Ey. Gut. Da, oh nein! Ach du meine Güte! Oh, ein Beluga. Warum ist er hier? Nicht du schon wieder. Er ist es doch, oder? Ah, ne, das ist ein anderer Tintenfisch. Oh, ist das ein Polartintenfisch? Wurde er vielleicht vergiftet? Ja, wurde er. Ziemlich sicher. Ey, willst du mich verarschen? Ah, warum nur, du Kleiner? Ich lasse dich nicht entwischen. Bleib stehen. Folge dem Polartintenfisch. Heia. Ey! Voll das gemeine Monster einfach. Nein, er entkommt. Nein, entkommt er nicht. Du entkommst mir nicht. Du wirst auf jeden Fall büßen für das, was du dem Beluga angetan hast. Wollte er mich zu dieser Höhle führen? Ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Von da sieht er irgendwie jämmerlich aus. Nein, ich kann jetzt nicht schwach werden. Ich werde ihm zeigen, wer der Boss ist. Hä? Hm, was ist das für eine Flasche? Der Tintenfisch hat sie fallen gelassen. Ein Gegengift vielleicht? Ihr solltet zum Beluga zurück. Vor allen Dingen haben wir die Höhle gefunden, die nächste. Jadefischstatue und Polartintenfisch-Gegengift. Mein Gott, war das ein Chase-Scene hier. So können wir aber auf jeden Fall den Beluga retten. Der Arme. Sind das hier die Orte, wo man mit Eispickel was machen kann? Nee. Da müssen wir noch genau schauen, welche Orte das sein sollen. Ich habe bisher halt kein Beispiel, mit dem ich arbeiten kann. Aber gut zu wissen, dass da die nächste Höhle ist. Wo war denn der Beluga noch genau? Jetzt gleich hier unten, ne? Currywürfel. Da ist der Beluga. Du siehst nicht gut aus. Möchtest du das probieren? Oh Gott, es geht ihm besser. Ein Glück. Oh. Good boy. Er will nur spielen. Oh, jetzt siehst du besser aus. Wie erleichternd. Warum kehrst du nicht ins Dorf zurück? Du schaffst es alleine dorthin, ja? Und zum Dank wirst du uns jetzt immer kostenlos fahren. Jetzt, da ich den Beluga gefunden habe, sollte ich noch mehr erkunden. Ja, wir haben ja die Höhle gefunden, ne? Die nächste. Insofern würde ich da auch gerne weitermachen. Aber krass, wie heftig die Höhlen offenbar versteckt sind hier mitten im Nichts. Da muss man ja überhaupt erstmal drauf stoßen. Schnell hin da. Ich bin unterwegs. D
Den könnten wir mal aktivieren hier. Nice. Sag mir nicht, dass die scheiß Strömung zu stark ist. Jetzt bin ich hier umsonst hingegangen, oder was? Ah! Ich meine, gut, ich hätte es vorher sehen können. So, wir könnten hier nach oben gehen, ne? Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Mit einer Spitzhacke. Und mit der Spitzhacke müssten wir doch aber jetzt eigentlich das hier vielleicht bearbeiten können, oder? Jo. Blöd nur, dass das alles komplett nach unten fällt. Topaz, auf jeden Fall wertvoll. Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich das Messer auf die höchste Stufe bringen, damit wir nur mit dem Messer abbauen können und nicht extra eine Spitzhacke brauchen. Verbesserte Harpunenspitze, nice. Oh no. Oh no. Oh no. Nein, 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 was versuchst du da? Ich würde jetzt auf jeden Fall zurück nach oben gehen eher, weil wir ja sowieso keine Missionen mehr offen haben. Wir können ja mal zum Seevolk zurückkehren, vielleicht sagen die was zum Beluga oder der Beluga sagt was zu uns. Wie gesagt, das wäre cool, wenn er mich kostenlos transportieren würde. Er will immer noch, dass ich Geld bezahle dafür, so ein Arsch. Ich gehe jetzt zurück zum Boot. Das tue ich mir nicht an! Fetzenseedrache. Nehmen wir alle mal mit. Kigami, sehr gut. 15, 15, 15. Warum ist da Feuerwerk? Und warum ist der Nebel so seltsam? Und warum ist der Mond blutrot? Der Nebel ist noch röter jetzt, da es Abend ist. Wie unheimlich. Oh, da nähert sich uns ein Licht. Nice. Ist das der Dredge DLC? Was ja auch mit Fischfangen zu tun hat. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Fahrende Händlerin. Heute ist der Nebel wirklich dicht. Oh, wer bist du? Ich bin eine Reisende und eine Händlerin, alles in einem. Auf der Jagd nach Anomalien bin ich hier gelandet. Anomalien? Ah, du weißt nicht davon, oder? Anomalien bezieht sich auf die Meereskreaturen, die seltsame Mutationen aufzeigen oder sich auf bizarre Weise verändert haben. Sie erscheinen an bestimmten Standorten an Tagen, in denen der rote Nebel aufzieht. Es gibt Kreaturen, genannt Gestalten mit Kapuzen, die sich von diesen Anomalien ernähren. Wenn du ihnen Anomalien bringst, werden sie dich reich belohnen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du sprichst. Die Gestalten mit Kapuzen werden am Abend mit Sicherheit ein nahegelegenes Restaurant besuchen. Wo wir schon dabei sind, du scheinst ein Fischer zu sein. Könntest du mir helfen, ein paar Anomalien zu fangen? Was? Ich kann in diesem Nebel nicht hinausfahren. Jetzt mach dir keine Sorgen, ich leihe dir ein besonderes Licht, das dir bei der Fahrt durch den Nebel hilft. Es wird Himmelsfeuer genannt. Damit kannst du durch den roten Nebel navigieren, du wirst jedoch nicht sehr weit sehen. Haha, Anomalien? Klingt nach Spaß. Fürs Erste könnten wir dein Licht benutzen. So wie es aussieht, können wir nicht einmal Banjo Sushi erreichen. Ach, wir können nicht mal zurück jetzt gerade. Also gut, jetzt sollten wir in diesen Gewässern navigieren können. Oh, so nebenbei, was die Anomalien angeht. Die Gestalten mit Kapuzen essen die, aber gewöhnliche Gäste werden das auf keinen Fall tun. Was sollen wir mit den Fischresten machen?
Haha, ich komme vorbei und kaufe die Reste, wenn der Laden zu ist. Schließlich verderben sie schon am nächsten Tag, wenn man sie wie jeden anderen Fisch aufbewahrt. Na, wenn das der Deal ist, sollen wir es versuchen, Dave? Anomalien, was? Sollte für einen Taucher wie dich ziemlich interessant sein. Ich will sie sehen, aber ich glaube nicht, dass sie einfach zu fangen sein werden. Haha, aber du hast doch eine mächtige Harpune. Lass uns zuerst einmal losfahren. Drücke erkunden, um mit den Segeln zu beginnen. Ach, wir haben jetzt sowieso gar keine Möglichkeit. Gar keine andere Möglichkeit. Bancho ist da hinten offenbar verwirrt. Wo ist Dave? Erkunden.